Die Integration von Menschen mit Behinderung steht bei den Politikern der Bundesrepublik in vielen Reden ganz oben. Menschen mit Körperbehinderungen wie Rollstuhlfahrer oder Sehgeschädigte, aber auch jene mit seelischen und geistigen Beeinträchtigungen sollen in das ganz normale Leben einbezogen werden. Mit etwas Entgegenkommen und etwas Mitdenken der sogenannten Nichtbehinderten wäre das auch eine Möglichkeit und wäre auch gut möglich. Aber in der Praxis erkennt man oft ein hohes Maß an Gedankenlosigkeit und an Ignoranz. Der Markt in Merane ist ein kleines Schmuckstück geworden. Denkmalgerecht saniert, mit modernen Einkaufs- und Kulturmöglichkeiten wertet er das Zentrum der Stadt wesentlich auf. Auch an Menschen mit Behinderungen wurde gedacht, zum Beispiel mit abgesenkten Bordsteinkanten. Doch es ist nur ein kleiner Teil der Stadt und so wollen Senioren- und Behindertenverbände weitere Verbesserungen erreichen. Am 30. Mai waren die Bundestagsabgeordnete Sabine Zimmermann und der zweite Vizepräsident des Sächsischen Landtages und behindertenpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Horst Wehner, zu Gast bei Kommunalpolitikern, Vertretern von Ämtern und Vertretern der Behinderten- und Seniorenverbände der Stadt. Wir haben heute die Barrierefreiheit von Merane geprüft und wir sind hier in der Bibliothek und man muss schon feststellen, dass diese Bibliothek frei zugänglich ist, also barrierefrei ist. In den meisten öffentlichen Gebäuden ist die Barrierefreiheit inzwischen gegeben. Ein Politiker wie Horst Wehner, der selbst im Rollstuhl sitzt, kann das gut einschätzen. Nicht umsonst heißt es ja, man ist nicht behindert, sondern man wird behindert. Den Spruch, den kann ich nur bestätigen. Ich hätte es auch viel, viel lieber, wenn ich überall hinkäme, ohne dass da irgendwelche Barrieren im Weg sind. Und deshalb war ich heute hier in Merane. Ich habe erstmal sehr aufgeschlossene Kommunalpolitiker heute getroffen und die sehr wohl auch im Blick haben, dass es ihnen wichtig ist, auch eine barrierefreie Stadt zu haben. Aufgrund des schlechten Wetters wurde der Rundgang als Diashow durchgeführt. Und da zeigte sich dann manches Manko, wie Fußwege, die durch Aufsteller und Pflanzen zu Slalomwegen werden. Ein Albtraum für jeden Sehgeschädigten. Aber auch direkt vor der Bibliothek wurden die Prüfer fündig. Betonpflaster ist für Rollis nicht schlecht. Eine Regenrinne kann schon zum Hindernis werden. Solches Pflaster fordert dann bereits das totale Können. Und wenn bei diesem Pflaster die riesigen Fugen nur mit Split ausgefüllt sind, kann ganz schnell der totale Stopp kommen. Vielleicht sollte man Denkmalpfleger, bei denen alles hinter der denkmalgerechten Sanierung zurückstehen muss, einmal in einen Standardrollstuhl setzen. Doch es geht den Politikern der Linken um mehr. Inklusion ist das neue Schlagwort. Ganz einfach, auch Menschen mit Behinderungen können am ganz normalen Leben teilnehmen. In fast allen Bereichen. Es geht nicht nur um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung, sondern es geht auch um Teilhabe an der Arbeitswelt zum Beispiel. Und hier ist es natürlich immer wieder festzustellen, dass viele Arbeitgeber einfach die Menschen mit Behinderung nicht einstellen. Wir haben das Phänomen in Deutschland, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Allerdings muss man da natürlich sagen, dass dort viele Schönrechnungen erfolgen. Aber auf der anderen Seite Menschen mit Behinderung, die Arbeitslosigkeit nimmt massiv zu. Und trotz Förderprogramme, trotz Möglichkeiten der Förderung in den Unternehmen. Und deshalb sagen wir, man muss, wenn man ein Unternehmen führt, auch seiner Verpflichtung nachkommen und schauen, wie kann ich Menschen mit Behinderung dort in ihrem Unternehmen auch eine Chance geben. Denn sie sind genauso gut ausgebildet, sie haben eine gute Qualifikation. Und man muss natürlich die Möglichkeiten schaffen. Wenn ich zum Beispiel an eine Sehbehinderung denke, dort muss man sehen, dass man ein Lesegerät oder aber auch einen dementsprechenden Computer hat. Es gibt viele Möglichkeiten und man muss es nur wollen. Und das Wollen kann ich zurzeit nicht ganz so feststellen, weil ich einfach auch feststelle, auch in Berlin, dass das Thema Menschen mit Behinderung einfach ein Randthema ist, dass sich gar keiner so richtig damit beschäftigen will. Es ist also die gesamte Gesellschaft gefragt, von den Arbeitgebern über Städteplaner bis hin zu den Politikern. Denn manche Barrieren findet man nicht auf den Straßen. Leider hört man viel zu häufig, wir haben eben nicht das Geld, ne, dass man eben eine barrierefreie Umwelt gestalten kann. Und das alles in kleinen Schritten zu erledigen ist, das ist bestimmt richtig. Man muss nur, glaube ich, sich viel mehr vornehmen innerhalb einer ganz bestimmten Zeit und auch kurzen Zeit, die Welt, die Umwelt so zu gestalten, dass eben doch wirklich jeder überall hin kann.
Da, glaube ich mal, hat man erstmal noch viel mehr Barrieren in den Köpfen, als dass auch wirklich Barrierefreiheit auf den Weg gebracht wird. Auch viele kleine Schritte führen oft zum Ziel. Solche Termine wie in Merane helfen vielleicht, das Denken der Menschen auf die Dauer zu verändern.